Wer sich jetzt fragt, was wir hier machen, wir feiern heute die 50. Kochshow und damit Jubiläumssendung bei Mediamarkt. Auch heute dreht sich alles wieder um, wie ernähre ich mich so richtig gesund, beziehungsweise wie werde ich durch meine Ernährung so richtig fit? Wie unterstütze ich mit der Ernährung meinen Muskelaufbau und wie bleibe ich so richtig leistungsfähig? Also alles rund um Powerfood für Sportler. Und wer kommt heute noch so richtig ins Schwitzen? Da sehe ich meine zwei Köche neben mir an der Seite stehen, Ralf und Hannes. Schön, dass auch ihr wieder dabei seid heute. Happy Purzeltag. Was kommt denn alles in unser Tomatenrisotto mit rein? Also ich habe es jetzt eingeschaltet und zwar gibt es verschiedene Funktionen, unter anderem Anbraten. Und da kann man wählen zwischen kurz, mittel und lang, je nachdem was man rösten will. Wenn wir ein bisschen Olivenöl mit dazu geben, dann habe ich hier schon geschnittene Zwiebel und Knoblauch vorbereitet. Und das wird dann auch mit angeröstet. Und dann kommt der Reis mit dazu. Reis wird auch mit angeschwitzt beim Risotto. Ist das jetzt ein besonderer Risotto-Reis? Das ist Risotto-Reis. Kommt mit rein, wird angeschwitzt, mit Brühe abgelöscht, Weißwein mit dazu. Und dann hat das Gerät eine eigene Funktion, Risotto kochen. Da macht man dann den Deckel zu und dann geht's los. Wie einfach das sein kann. Wie lange dauert denn der ganze Kochprozess, wenn man mit unserem Gerät so arbeitet, wie wir es heute tun? Also der Röstvorgang sollte 5 Minuten dauern und dann kocht das Ganze nochmal 15 Minuten und dann schauen wir mal rein. Wir wollen ja ein leicht bissfestes Risotto und nicht ganz verkochte Reiskörner und deswegen muss man vielleicht nochmal ein bisschen Flüssigkeit nachsteuern, was dann auch zur Folge hat, dass man natürlich nochmal die Kochzeit ein bisschen erhöhen muss. Absolut. Ein weiteres Highlight bei uns heute in der Sendung ist außerdem eine Videobotschaft. Wir haben wieder Unterstützung aus der Redaktion in Berlin bekommen. Hallo, viele liebe Grüße aus Berlin. Hier ist wieder die Redaktion von Koch mit. Diesmal dabei ist Adrian. Hi. Dann die Lisa. Hallo. Die Juliane. Und ich bin die Tinker. Und ja, wir waren ja letztes Mal schon dabei und es hat so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, naja, diesmal machen wir wieder mit. Wir sind schon fleißig dabei, legen jetzt noch mehr los und ich würde sagen, wir melden uns später und sind echt schon sehr, sehr gespannt. Ich gebe ab nach München. Schöne Grüße, Ralf und Team. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao. Wie geht's bei euch weiter, Ralf? Du, ich bin jetzt ja gerade dabei, dass wir die Focaccia fertig machen. Mhm. Also ein Kilo Mehl, über einen halben Liter Wasser, Hefe, also einen schweren Hefeteig, war überhaupt kein Problem. Toll, das Gerät also ganz ist nicht locker, in die Knie gegangen. Locker gegangen. Ja. So, dann macht man die Finger nur ein bisschen ölig, ja, dass der Teig nicht so pappt und dann verteilt man das einfach so. Da haben wir heute jetzt echt schon eine sehr, sehr schöne, leckere Focaccia. Ja. Lassen wir jetzt auskühlen und dann brechen wir die nachher runter und gut ist. Und was baust du jetzt gerade zusammen? Ja, wir müssen ja einen Smoothie machen oder wir haben ja noch, machen wir zwei Smoothies. So, genau, du bringst zusammen. Heute ein Rezept mit. Ich bringe ein Rezept mit. Genau, so unsere Gäste später noch, da dürft ihr euch schon genau, drauf freuen. Genau, da können alle ein bisschen mittrinken. Da ist dann Weißkohl noch mit drin, dann ist, was wir öfters schon hergenommen haben, weil es für mich ein absolutes Superfood ist, Wasserkresse, freie Radikale, Vollgas rein und gut ist. Dann haben wir noch Kokosmilch. Mhm. In der Kokosmilch, das schaut jetzt ja, so... Das Pudding. Pudding, da haben wir noch Chiasamen reingemacht, ein bisschen eingeweicht. Du kannst es aber auch frisch reintun, dann knackt es halt ein bisschen. Ananas und danach brauchen wir halt richtig viel Eis. Also erstens, weil die Drehzahl so hoch ist, dass er warm wird und dann ist der auch nicht mehr so lecker. Genau. Ich mag eher einen kalten Smoothie. Ein Schluck Olivenöl kommt noch dazu, dann ein kleines bisschen Limettensalz. Das mag ich immer ganz gern. Das und schon sehr ist er frisch. Fertig. Genau. Toll. Dann würde ich an der Stelle mal unsere heutigen Gäste ins Studio bitten. Und zwar sind das zwei Profisportler bzw. Fußballer. Der eine ist Kapitän und der andere ist nebenbei sogar noch Ernährungswissenschaftler. Und damit begrüßen wir heute ganz herzlich bei uns heute im Studio Marvin Matip und Tobias Levels vom FC Ingolstadt 04. Hallo. Hi. Hallo. Herzlich willkommen. Grüß dich, servus. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Dann kriegst du gleich mal Smoothie. Servus, hi, schön, dass du da seid. Oh, welcome drink. Ja, ja, welcome drink. Ihr bekommt zur Begrüßung gleich mal einen Smoothie, aber ihr habt auch selbst einen mitgebracht. Was kommt alles bei euch rein? Kommt mal hier zu eurem Körbchen. Ja, wir waren gerade einkaufen noch
Eine Kiste voll gemacht mit genau. Grünkohl, Kokoswasser, Petersilie, Ananas, Zitrone, Apfel, Ingwer, Cashews und Banane. Damit der Marvin, den, mit der Marvin den trinkt und da ein bisschen Süße reinkommt, haben wir Kokoswasser und Banane mitgenommen. Da aufs Musi und dann Gas. Reguliert er das selber. Funktioniert. Aber ich glaube, da so kommt noch so eine Viertel Ananas rein. Ich kenne doch hier den rechts neben mir, wie der dann reagiert, wenn er nicht schmeckt. Ralf, was ist denn ein Onsen-Ei? Entschuldige mal bitte. Ja, Onsen-Ei, das ist, also im Grunde genommen ist es ein Stundenei. Das ist überhaupt nichts Wildes. Das wird bei niedriger Temperatur über eine Stunde gegart. Und Onsen-Ei deswegen, weil es gibt in Japan, in Onsen, ja, gibt es eine heiße Quelle, da werden die Eier reingeschmissen und dann werden die da drin gegart. Und dieses Bad, das stellen wir heute oder imitieren wir heute nach, indem wir unser Wasserbad. Richtig, ja, das haben, anstellen. Das haben wir hier vorbereitet und zwar ganz einfach mit dem Sous-Vide-Stab haben wir die 61 Grad, dann die grüne Soße ist eher dick halten und dann schlanzen wir die so drüber und dann wird die mit King of Salt abgeschmeckt und dann ist das so richtig geil. Und das kommt alles auf einen Teller. Ja. Der Ralf schneidet auch jetzt schon unseren Lachs an. Mhm. Den kannst du so essen. Soll ich den ganz essen? Ja, ja klar, logisch. Ja? Oh, wow. Bist du meine Freundin? Ja, wir mögen uns. Da fällt immer sehr viel für mich ab. Das ist gut. Wir verabschieden uns heute mit vielen tollen, leckeren Gerichten. Wir hoffen, ihr macht etwas davon nach und schickt uns ein Video davon. Ich hab dir versprochen, du darfst das als Erste probieren. Mm. Kann das Koscherl ein bisschen abputzen, danke her. So. Und? Irre. Irre, das müsst ihr nachmachen. Das ist ohne Kohlenhydrate und vor allem für den Abend richtig lecker. Toll. Viel Spaß beim Nachkochen. Toll.